Hallo Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Die Nummer 10 der Kirschen. Die Nummer 10 der Kirschen hinter dem Deck und 10 der Münzen ist auch auf dem Tisch. Die Nummer 10, 10, 10, weil auf den Würfeln haben wir nämlich auch die Nummer 10 für dich. Also Steinbock, die Nummer 10, Monat Oktober, Sternzeichen Waage, auch auf den Würfeln. Es gibt hier eine starke Synchronisierungen, mehrere Synchronisierungen. Die Nummer 10 ist wichtig. Nummer 10, 10, 10 kannst du über Internet als Engelnummer suchen. Es gibt eine wichtige Botschaft für dich. Die Nummer 10 spricht für den Monat Oktober und die Sonne ist im Sternzeichen Waage auch im Monat Oktober. Und das hast du nämlich sehr stark hier bei dir, Steinbock irgendwie. Die Nummer 10 deutet immer auf Veränderungen. Die Nummer 10 der Kirschen natürlich ist eine wunderschöne Karte, die für Harmonie dasteht und so weiter. Aber ist eine Karte auch die mit Veränderungen? Ja, die Nummer 10 deutet auf Veränderungen in der Familie. Warte mal kurz. Ich glaube, für KW 14 hatten wir für dich auch sowas gehabt, oder? Ich kann mich jetzt nicht so genau erinnern. Gerade sehe ich die Nummer 222 in meiner Uhr. Ja, auch eine wichtige Nummer. Die Nummer 10 der Kirschen deutet auf Harmonie in der Familie, eigentlich. Warum sage ich eigentlich? Weil ich habe hier eine komische Energie. Steinbock. Schau mal hier, die Karte der Stern, Sternzeichen Wassermann und 10 der Kirschen. Für eine Gruppe spricht das hier für was Neues, ja? Die Karte des Stern spricht ja über eine neue Situation und 10 der Kelchen. Das kann über eine neue Situation in deinem Leben, was mit einer neuen Person zu tun hat. Und ich sehe hier die Liebe, tatsächlich. Man sieht hier schon die Liebe. Aber wir schauen jetzt Steinbock, also Wassermann, wie du siehst, und Wasserelement vielleicht auch. Schaue bitte jetzt. Also 10 der Münzen, 7 der Stäbe und 7 der Schwerter. Die Nummer 7, 7. Die Nummer 7 der Schwerter deutet auf eine Strategie. Ja, irgendwie eine Person hat hier eine Strategie. Oder etwas vor. Aber eigentlich ist das hier mehr ein Geheimnis. Also niemand darf das wissen. Also ich möchte hier was machen, aber ich sage es niemand, ja. Ich möchte eine Handlung machen, aber die Familie soll das nicht erfahren. Zum Beispiel, ja. Das, was ich machen möchte, soll die Familie nicht erfahren. Und Steinbock, in manchen Fällen hat das hier mit einer neuen Situation zu tun. Ne? Augenblick bitte. Ja, drei der Münzen. Ich denke, wir reden schon hier über Familie. Ja, also eine Person ist in einer Beziehung, eine Person ist verheiratet.
Eine Person ist neu verliebt, aber verheiratet. Weil mittlerweile wissen wir ja, wenn wir verheiratet sind, heißt aber nicht, dass ich verliebt bin. Ja? Also, ich bin verheiratet, das ist aber nicht gleich, ich bin verliebt. Nein, ich bin verheiratet. Was ganz anderes ist, ob ich meinen Partner liebe oder nicht. Weil so wie es aussieht, oder so wie ich das verstehe, wenn ich verliebt bin, bin ich ja nicht empfänglich für was Neues. Also wenn ich in meinen Mann verliebt bin, kann ich nicht empfänglich sein für was Neues. Sonst verstehe ich das nicht, weil es gibt hier schon eine Person ist hier empfänglich. Ich bin empfänglich für was Neues. Klar, die andere Sache ist, ich bin verheiratet, weil ich verheiratet bin. Und jetzt, also wenn ich mich hier jetzt scheiden lassen würde, würde für mich einen großen Verlust heißen, wenn ich meinen Eigentum verkaufen muss oder wenn ich, schau bitte jetzt. In der Mitte ist für dich eine Puppe der Schwerter gekommen, Steinbock. In der Mitte von deiner Legung eine Puppe der Schwerter. Luftelement, Sternzeichen Waage, Wassermann, Zwilling. Der Puppe der Schwerter, man sagt, ist der Spione im Tarot. Diese Person spioniert, beobachtet über Internet. Und nicht nur über Internet. Wenn die Person es möglich hat, kann auch zum Beispiel da, wo ich wohne, einfach vorbeikommen, schauen, ob ich da bin, was ich mache, mit wem ich zu tun habe und so weiter. Also das ist tatsächlich eine Person, die beobachtet, spioniert, Informationen holt und so weiter. Eine Person, die vielleicht auch etwas dramatisch sein kann oder ein bisschen so unreif ist. Vielleicht gibt es hier Altersunterschied mit einer Person und wenn das nicht der Fall ist, ist einfach, dass die Person sehr unreif ist. Ja. Schaue bitte jetzt hier, Steinbock. Ich habe hier der Herrscher, einen Puppe der Schwerter und 10 der Münzen. Das ist Familie hier. Hier rede ich über Eigentum, Vater, Mutter, Kinder, Haustieren und alles. Also hier ist alles inklusive. Das ist die ganze Familie. Großeltern, Onkel und so weiter. Das ist eine Person, die Familie hat, verheiratet ist. In dieser Komfortzone ist, die Person geht es gut. Also ich sehe nicht, dass die Person hier nicht gut geht und so weiter. Aber ich spüre hier schon eine andere Sache. Es gibt hier eine Situation, die niemanden wissen soll. Und es hat hier mit einer neuen Person zu tun. Eine Person ist hier auch langweilig zum Beispiel, also ich habe keine Kommunikation von dieser. Eine Person fühlt sich hier wie gefangen. Ich kann mich nicht bewegen, ich fühle mich wie gefangen. Ich würde am liebsten irgendwie was machen, aber ich kann nicht. Ich kann das nicht machen, ohne gesehen zu werden oder ohne dass die Familie es erfährt. Oder eine Person fühlt sich hier wie im Knast. Eine Person fühlt sich wie im Knast und nicht nur das, eine Person ist möglich auch blockiert über Internet. Also zum Beispiel, ich beobachte die ganze Zeit eine Person über Internet. Aber diese Person weiß, dass ich ja verheiratet bin, in einer Beziehung bin und so weiter. Und die Person hat mich blockiert, obwohl ich diese Person, in diese Person verliebt bin. Ja? Also ich bin in dir verliebt und du blockierst mich über Internet. Ja, aber du bist verheiratet. Wir haben hier einen Spione, das sage ich dir aber auch, Steinbock. Ich weiß nicht, wie die Legung für dich jetzt so direkt spricht, ob die Crosswatchers jetzt sagen, ja, das ist Sternzeichen Steinbock, die Person, die mich spioniert, weil das könnte auch sein. Es kommt ziemlich drauf an, wie die Legung für dich jetzt spricht oder für die Crosswatchers. Ich sehe hier einen Luftelement sehr, sehr stark. Luftelement. Sternzeichen Wassermann in manchen Fällen. Wassermann Zwilling. Waage. Also Luftelement überhaupt. Und diese Person spioniert dich sicher. Sicher.
aber sehr sicher. Diese Person ist vielleicht hier platonisch verliebt. Es kann sein, dass wir hier mit einer platonischen Liebe zu tun haben, aber eine Person hier ist verliebt. Und das ist eine Person eigentlich, die immer wieder kommt. Ja? Also irgendwie einen Zyklus, den sich ständig wiederholt. Eine Person kommt immer wieder. Immer wieder. Das ist die unendliche Geschichte. Die unendliche Geschichte einer Person kommt immer wieder. Aber eigentlich diese Person hat sehr viel Verantwortung in der Familie. Augenblick bitte, Steinbock. Steinbock, es könnte für eine Gruppe auch sich über ein Kind handeln. Diese Puppe der Schwerter, ich sehe hier einen großen Altersunterschied. Deswegen sage ich, für eine Gruppe kann diese Person hier sogar ein Kind sein von dir, dein eigenes Kind. Ein Kind, das immer wieder in deinem Leben kommt, also wo problematisch ist. Ja? Also das Kind hier ist vielleicht etwas problematisch. Ja? Und das Kind kommt immer wieder irgendwie, ist ziemlich dramatisch, ziemlich Schauspieler, also macht immer irgendeinen Theater da oder... Eine Person, die versucht immer wieder dieses Schuldgefühl zu geben, ja, es ist wegen deiner Schuld, du hast das gemacht oder wie auch immer. Also das Kind, was den Eltern immer wieder was vorwürfen möchte. Ja, es gibt immer diesen Vorwurf, ja, es war wegen dir, du hast das gemacht und so weiter. So eine Energie spüre ich hier. Qué fuerte, tú. Wow, qué fuerte. Sechste Schwerter. Steinbock. Steinbock, ich denke... Die Nummer 3 der Münzen zeigt sich bei dir oft aus. Ich sehe hier wichtige Gespräche mit der Familie. Also ich denke, die Familie spielt hier eine wichtige Rolle bei dir. Die Legung kann sich ja spiegeln. Denn ich denke, ich sehe hier mehrere Beteiligten. In deiner Situation sind hier mehrere, viele Menschen, mehrere Personen. Es ist deshalb kompliziert, weil hier sind viele Menschen, die auch ein bisschen Konflikte machen. Ja, also das Gefühl wäre hier, Steinbock, Steinbock, das Gefühl wäre, schau bitte hier. Puppe der Schwerter und eine Königin der Kelchen. Wasserelement, Sternzeichen Krebs, Skorpion, Fische. Altersunterschied, oder wenn wir darüber nicht reden brauchen, ist das einfach nur eine Person, die jemand anderen spioniert. Sternzeichen Skorpion ist bei dir sehr stark zu spüren. Sternzeichen Skorpion, ja? Steinbock, einen Sternzeichen Skorpion, der immer wieder kommt, immer wieder. Die Legung kann sich ja spiegeln. Drei der Schwerter, acht der Kelchen. Wir reden hier schon über einen Treubruch oder sonst Treulosigkeit. Was ich interessant finde, Steinbock, ist diese Energie hier. Sieben der Schwerter, Ass der Münzen. Natürlich nochmal sehe ich hier eine Person, die verheiratet ist, in einem Kompromiss ist. Aber das Gefühl wäre hier auch, dass jemand hier was Neues möchte. Denn der Herrscher zeigt sich mit die Karte die Welt. Und hier reden wir schon über einen Zyklus. Sogar, wir können hier sogar sagen, dass dieser Herrscher einen Zyklus abschließen möchte oder was Neues anfangen möchte.
Und dann würde man das hier auch verstehen. Also man möchte einen Zyklus abschließen, ja, und was Neues anfangen. Aber Steinbock, über diese Situation redet man nicht. Also ich rede mit niemand. Das ist etwas, was ich für mich behalte. Ich habe für mich ein Geheimnis oder etwas, was ich machen möchte, aber ich werde es niemandem sagen. Und das kann hier sogar mit einem Eigentum zu tun haben, den Verkauf von einem Eigentum oder den Kauf. Ich denke, wir reden hier auch über Eigentum bei dir, Steinbock. Dass mehrere Beteiligte in diese Situation involviert sind. Und das ist die Familie. Wenn wir hier mit Eigentum ein Eigentum haben, wir wollen diesen Eigentum verkaufen und hier sind aber mehrere Personen, die etwas Konflikten machen und so. Deswegen ist das ist der Grund, warum eine Person hier eine Strategie hat, hier etwas zu machen, ohne dass die anderen es erfahren. Irgendwie sowas. Weil man was Neues anfangen möchte. Ich habe nämlich eine neue Idee. Das ist das Gefühl hier. Ich habe eine neue Idee, eine neue Mentalität. Ich bin verliebt in eine neue Person. Ja, und das ist das Gefühl hier tatsächlich. Schaue bitte, Steinbock, die Karten, die gekommen sind. Diese Karte kam nämlich auch bei Sternzeichen Löwe. Und diese Karte spricht auch über einen Ort, wo ich nicht mehr atmen kann. Also ich sticke praktisch in diesen Ort, wo ich bin, in diesem Haus. Ich sticke, ich kann nicht mehr atmen. Ich bekomme keine Luft mehr. Irgendwie ist alles hier sehr dunkel und ich möchte hier raus. Diese Energie kam auch bei Sternzeichen Löwe. Dann kam diese Karte nämlich auch bei Sternzeichen Löwe. Ist nur interessant, diese Karte kommt sowieso oft das momentan. Das ist eine Person am Labor. Es kann mit einer Untersuchung zu tun haben, Blutuntersuchung, Arzttermine. Und eine Katze spricht für die Intuition und da steht kosmische Verbindung, nicht von dieser Welt. Diese Karte kam, glaube ich, gestern bei einem Sternzeichen. Also eine kosmische Verbindung, nicht von dieser Welt. Die Intuition. Steinbock, dann kam diese Karte, auch eine Karte, die für kommende Woche bei mehreren Sternzeichen vorkommt. Ja? Das ist diesen Darm, den Magen, Darm, vielleicht Darmprobleme, vielleicht eine Krankheit. Ja, die Sorgen machen uns krank, ja. Also wenn ich in Sorgen bin, ich werde krank. Und dann diese drei Birnen. Also ich denke, man bekommt Klarheit und Licht. Man bekommt eine Idee. Man hat eine Idee hier. Das ist das Gefühl, ja. Ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Leuchtung, eine Klarheit. Ich habe eine neue Idee. Es ist nur interessant gerade. Steinbock hintere, also von Maria Magdalena kam für dich die Karte Prüfung. Die Karte Prüfung, das ist Nummer 53. Ich lese diese Karte für dich vor, ja? An den Herausforderungen und Prüfungen deines Lebens kannst du wachsen. Maria Magdalena hatte auf ihrem Weg viele Herausforderungen und Prüfungen zu bestehen. Wir alle erleben Situationen, in denen wir uns wie in eine Prüfung vorkommen. Wir werden vom Leben geprüft. Wie gehen wir mit den Situationen um, die sich uns stellen? Geraten wir in Angst, Panik und Stress oder bleiben wir in Ruhe, in unserer geistigen Anbindung, gewinnen durch die Ruhe und Präsenz die Kraft, die Situation angemessen zu bewerten und zu durchlaufen. Absolute Akzeptanz dessen, was ist, ist der schnellste Weg aus einer Situation. Was ist jetzt unsere Lernaufgabe? Wie können wir uns lösungsorientiert verhalten? Wie können wir einen liebevollen Ausgang der Situation wählen? Wie können wir bei uns selbst bleiben und uns somit auch von Schuldzuweisungen
an andere befreien. Jedes Problem beinhaltet bereits die Lösung. Bleibe im Vertrauen. Es hilft und heilt die göttliche Kraft. Halte das Licht der Liebe. Ich stelle mich liebevoll jeder Situation, die mir das Leben schickt, und bin bereit, die Liebe und unterstützende Kraft auf dem Weg zur Lösung zu wählen. Ja, also bleib im Vertrauen, Steinbock, und in deinem Glauben, ja. Ich denke, Menschen mussten mehr glauben, ja, mehr glauben, ja. Und mehr beten, ja. Ich finde, wir sagen alle, ja, ich glaube schon, ich und so weiter, aber dann, also wir müssen schon mehr beten, mehr mit Gott uns verbinden. Und wir würden staunen, was das bewirkt, in unserer Situation bewirkt, wenn wir mehr uns mit unserem Universum verbinden würden, ja. Wie gesagt, mit Gott, mit Allah, mit den Engeln, an das, was du glaubst, aber also wir würden uns wundern, wenn wir uns mehr mit unserem Universum verbinden würden, was wir alles damit bewirken, ja. Beten ist sehr wichtig und genau, das ist sehr wichtig. Und ich denke, es gibt hier eine Prüfung, gell? Steinbock. Du siehst ja, das Wort Prüfung ist ja hier. Und hinter dem Deck war noch die Karte Heilung des Verrates. Ja, Heilung des Verrates. Die Seele ist furchtlos und groß genug, über alte Erfahrungen hinauszuwachsen. Mein Herz heilt, Wunden schließen sich, meine Zellstrukturen beginnen sich zu verbinden und zu leuchten. Nochmals hier reden wir. Ja, ich finde es nur interessant, diese zwei Karten. Steinbock. Hinter dem Deck kam diese Karte. Von meinem Deck kam diese Karte. Das ist natürlich eine sehr positive Energie. Ja? Also man kommt hier zu einer Einigung mit jemand. So verstehe ich das hier. Steinbock, eine interessante Energie. Eine interessante Energie. Einerseits siehst du ja eine Person, die, ich denke, es ist eine Person, ich habe hier eine Königin der Kirche. Eine Person, die mit diesem rückläufigen Merkur wieder in deinem Leben möchte. Aber ich sehe hier schon einen Zyklus. Also die Karte der Tod spricht auch über ein Ende eigentlich. Und Zehnte Schwerter und die Karte der Tod. Steinbock, das Gefühl hier wäre auch, man stellt sich auf eine klare Defensive. Also diese Karte in der Mitte bei dir zeigt einer Person, die sich auf eine Defensive stellt. Wir reden hier auch über Nachrichten, kleinere Nachrichten und so, Kommunikation über Internet, aber auf jeden Fall einer Person stellt sich hier auf eine klare Defensive. Denn ich spüre hier eine Person, mit ganz komischen Absichten, ne? Weil Puppe der Schwerter und Siebente Schwerter ist natürlich eine interessante Kombination von Karten. Denn Steinbock, das Gefühl wäre sogar hier, wenn das ein Kind von dir ist, eine Person, die klauen möchte, Steinbock, weil diesen Siebente Schwerter ist nämlich auch mit Ass der Münzen gekommen. Also diese Person, die ich hier habe, hat ein bestimmtes Interesse.
Und das sind finanzielle Interessen. Also diese Person, die ich hier habe, ist natürlich auf diesem Geld interessiert. Ja? Ich meine jetzt, es ist doch deutlich, oder? Oder was siehst du hier? Ich meine, für mich ist die Energie extrem deutlich. Diese Person, die ziemlich kindig ist, dramatisch und wie ich vorher gesagt habe, unreif und so weiter, diese Person hier ist nur auf Geld interessiert. Eine bessere Kombination, um das hier zu erklären, könnte ich ja nicht haben. Denn siebente Schwerter plus As der Münzen, wir reden hier sogar über eine Person, die Geld klauen möchte. Wenn das Wort nicht das passende Wort ist, zum Beispiel, dass wir sagen, ich möchte dein Geld klauen, sondern vielleicht, ich bin nur an dein Geld interessiert. Oder diese Absicht hier ist mehr Geld. Steinbock, oder du hast das Gefühl, dass wenn du jetzt in Resonanz hier mit dem, was ich dir gerade sage, wenn du in Resonanz kommst, dann ist das eine Bestätigung für dich. Weil das ist ein starkes Gefühl, dass du das Gefühl hast, dass eine Person nur Interesse auf dein Geld hat. Die Legung kann sich für die Crosswatchers auch spiegeln. Weil ich sehe ständig eine Person, die sich auf eine klare Defensive stellt. Und das Gefühl wäre, ich bin mit dieser Situation nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden, ja. Ich bin halt nicht zufrieden. Also diese Menschen oder diese Person wollen nur, ich sage wollen, weil ich spüre hier mehrere Menschen. Ja, und Steinbock, ja, es kann sogar direkt mit deiner eigenen Familie zu tun haben, natürlich. Man braucht nicht so weit wegzugehen. Also das Gefühl wäre hier, ich vertraue diese Personen nicht, ich vertraue sie nicht, weil sie nur auf mein Geld interessiert sind. Die sind in ständigen Konflikt, ja, die machen nur ständigen Konflikt und so weiter, weil die nur immer wieder Geld wollen. Steinbock, das ist das Gefühl hier. Und ich kann dir auch eine Sache sagen. Vielleicht hast du Familie, die nicht bei dir leben, also in deiner Stadt oder vielleicht in einem anderen Land leben oder so. Aber das ist das Gleiche. Das Gefühl wäre hier, zum Beispiel jetzt, in deiner Familie ist eine Person gestorben. Sagen wir mal jetzt. Das ist nur ein Beispiel. Jemand hat einen Erbe hinterlassen. Ja, jemand hat einen Erbe hinterlassen. Und jetzt das Typische. Leider ist es so, die Familie streiten, weil alle versuchen, das Beste für sich selbst zu nehmen, zu haben oder wie auch immer. Also zum Beispiel, man trifft sich, die ganze Familie trifft sich zusammen, du hast sogar Familie im Ausland, diese Menschen kommen auch, ja, wegen diesem Erbe sammeln sich alle und wird darüber gesprochen. Es gibt Konflikte hier, weil, ja, die Familie streitet, es gibt Konflikte und du stellst dich auf eine klare Defensive hier, weil du tatsächlich das Gefühl hast, dass diese Menschen nur, ich weiß nicht, das Wort klauen ist vielleicht nicht so passend, aber du hast das Gefühl, die wollen irgendwie, strategisch jetzt gesehen, jeder für sich möchte nur, ja. Steinbock, du hast das Gefühl, dass du hier geklaut wirst oder dass man hier klauen möchte. Das ist das Gefühl hier. Das ist das Gefühl hier. Also hier ist das Gefühl Geld. Das ist Geld. Geld, Geld und Geld. Geld hier nochmals, Geld hier auch und der Herrscher. Ich meine, der Herrscher ist mit seiner aktuellen Situation überhaupt nicht zufrieden. Der Herrscher fühlt sich sogar ausgenutzt. Das ist das Gefühl. Der Herrscher fühlt sich ausgenutzt, ja, und total enttäuscht. Der Herrscher und ja, Steinbock, du kannst hier der Herrscher sein. Der Herrscher oder die Herrscherin von mir aus, ja.
Ich spüre hier, also für mich der Herrscher spricht auch für Sternzeichen Steinbock, ja. Also ich denke, das Gefühl, was ich hier habe, ist, dass der Herrscher enttäuscht ist, weil es enttäuscht ist, weil ausgenutzt wird. Finanziell gesehen wird man hier ausgenutzt. Und ich bin extrem enttäuscht. Es gibt hier sogar eine Erniedrigung. Also ich weiß nicht, die Energie ist, wie die ist. Ich habe hier 8 und 10 der Schwerter, 3 der Schwerter und 7 der Schwerter. Ich habe, die Schwertern sind nie gute Karten eigentlich, aber du hast hier die schlimmsten Schwertern. 10 der Schwerter, 8 der Schwerter, 3 der Schwerter, 7 der Schwerter. Wir reden hier über Enttäuschungen, über Erniedrigung, über Treubruch, über Lügen. Betrug, wir reden hier über Betrug auch. Das ist die Energie, die ich hier bei dir spüre. Ja? Was ich denke, Steinbock, ich denke, der Herrscher möchte mit diesem Zyklus abschließen. Ja? Ich denke, du bist der Herrscher, ja. Die Legung kann sich ja spiegeln für die Crosswatchers, ja. Weil jeder weiß, in welcher Situation sich befindet. Was ich denke ist, du bist gerade in eine klare Prüfung. Du wirst hier geprüft. Weil diese Situation, die ich hier habe, ist nicht zu ertragen. Das ist nicht zu ertragen. Ich rede hier über Ängste, über Enttäuschungen, über Erniedrigungen, es ist eine komplizierte Energie, Steinbock. Ich rede hier über Betrug, über einen Lügner. Ich rede hier über keine positive Energie. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, wer der Herrscher hier ist, aber der Herrscher sollte tatsächlich hier diesen Zyklus abschließen. Sicher. Das ist eine Prüfung hier, Steinbock. Die Frage wäre hier, verdient man sowas? Verdient man tatsächlich sowas? Ich meine, okay, es gibt ja Menschen, die viel Karma noch mit sich haben, mit sich tragen, ja, ich verstehe das auch. Ja, also deswegen, das kann man ja verstehen, dass man sogar von vergangenen Leben noch viel Karma in diesem Leben hat. Weil manchmal ist das so, dass man sagt, aber wie habe ich das verdient? Ich meine, man sagt manchmal sowas, ne? Also war ich doch so böse? In diesem Leben war ich so böse, dass ich sowas verdiene. Warum und so weiter. Klar, also die Erklärung für mich ist, dass man noch mit sehr viel Karma hier ist. Karma, die man lösen muss. Eine Prüfung, eine Lektion, die man eigentlich schon gelernt hat. Grenze, die man setzen muss, ohne Angst einen Zyklus abschließen. Man denkt tatsächlich, diese irdische Familie, mit dieser irdischen Familie muss ich den Rest meines Lebens zusammenbleiben. Und das ist eine Lüge. Das hat mit dem Ego zu tun. Denn Ego spricht über diese religiöse Erziehung, diese vorherige Generationen, diese Glaubensmustern. Ja? Also das ist diesen Ego, was ich so gelernt habe. Es gehört sich so, es muss so sein. Ich habe diese Person geheiratet, Kinder bekommen und so weiter. Ich muss bei dieser Person bleiben. Das ist nicht wahr. Du musst bei dieser Person bleiben, wenn du glücklich bist. Wenn du nicht glücklich bist, du bist für dein Glück verantwortlich. Du bist für dein Glück verantwortlich und nicht Gott, nicht das Universum. Ja, also Gott sagt schon uns, achtet auf euch, also passt auf euch auf und ich werde auch auf eurer Seite sein, aber ihr müsst auch dafür was tun. Ja. Das Universum möchte auch wissen, was du willst. Willst du in diesem Zyklus noch weiterbleiben, dann ist das, was du bekommst. Willst du aber Veränderungen haben, dann zeig, dass du Veränderungen möchtest und das Universum wird automatisch auf deiner Seite sein. Man muss glauben und vertrauen. Man muss manche karmischen Zyklus abschließen. Es ist extrem wichtig.
Du hast ja, also ich spüre hier eine extrem komplizierte Situation, die eigentlich niemand verdient hat. Ja, nein, niemand verdient hat, nein. Weil ich denke nochmals, wenn ich mit viel Karma noch in diesem Leben bin, dann meine Aufgabe ist, dass ich das hier dann lerne, dass ich schaue, okay, jetzt ist mir klar, ich bin in diesem Leben mit sehr viel Karma jetzt gekommen, okay. Welche Schritte muss ich jetzt machen, damit ich mich hier auflösen kann? Ich muss mich von dieser Situation lösen. Ja, aber mit Mitgefühl, mit Liebe, in Liebe, in Vergebung und nicht im Hass oder in Zorn oder in Wut oder im Streit. Nein, sondern nochmals, was die anderen machen, kannst du ja nicht ändern, aber was du machst, schon. Also wenn das ist, was ich spüre. Ich denke, wir reden hier schon über. Schau bitte. Das ist für mich, so war das nämlich. Das ist für mich einen Schluss. Einen Schluss von einem Zyklus. Und eine neue Möglichkeit zeigt sich hier. Es ist mir klar, Steinbock, dass einen Zyklus Zeit nimmt. Alles kommt nicht von heute auf morgen. Aber die Energie zeigt sich mit Neuanfang, mit einem Neuanfang und einem Schluss, mit einem Zyklus. Die Energie zeigt sich schon. Ja. Alles nimmt Zeit. Ich denke, das weißt du auch. Ich denke, du weißt schon, welche Schritte du machen musst, um mit diesem Zyklus abzuschließen. Ich denke, während die anderen streiten und während die anderen Konflikte machen, du bist am Nachdenken und du machst dir eine Strategie, wie du dich von dieser Situation lösen kannst, was du machen kannst. Du suchst irgendwie Wege, die du nehmen kannst, damit du von dieser Situation dich lösen kannst. Ich denke schon. Ich denke schon, weil es gibt hier einen Loslassen. Und Harmonie. Und da sehe ich mehr für deine Energie, nur deine Energie. Also, dass du in Harmonie, im Frieden sein möchtest, dass du deine Energie reinigen willst, loslassen möchtest und im Frieden sein willst. Und das spüre ich hier. Denn möglicherweise, so wie bei Sternzeichen Löwe, du kannst nicht mehr atmen. Da, wo du bist, stickst du. Du kannst nicht mehr atmen. Und das ist nicht so, dass die Luft vielleicht doch schlecht ist, sondern da, diesen Menschen, mit denen du zu tun hast. Es ist eine ziemlich schlechte Energie hier, die du hier mit dir hast, Steinbock. Eine ziemlich schlechte Energie, ich denke, nur reine Interesse, nur reine Geldinteresse, finanzielle Interesse und sonst nichts. Das ist, was ich hier spüre. Das ist, was ich hier spüre. Steinbock, die Energie sagt dir auch, es macht nichts, wenn du etwas Geld verlierst. Am Ende vergesse nicht, Steinbock, was dir gehört, kommt immer wieder zurück, zu dir zurück. Also, wenn du das Gefühl hast, jemand klaut dir oder Betrug oder wie auch immer. Das ist, lass es einfach. Also ist kein Problem. Was ich meine ist, was dir gehört, wird immer wieder zu dir zurückkommen. Ja, wenn du in einem Kampf bist, das ist für dich, für deine Energie nicht gut. Das weißt du aber auch. Ich meine, das ist nicht, dass ich das sage. Wir wissen ja, dass wenn wir in Konflikten kommen mit anderen, niemand gewinnt da. Da gewinnt niemand. Und weniger, wenn ich das wegen Geld mache. Klar, soll ich jetzt nicht sagen, hier, ich schenke euch alles, hier alles für euch. Natürlich nicht, ne? Also alles muss in einem Balance sein. Aber ich meine jetzt, sollte doch so der Fall sein, dass du das Gefühl hast, du wirst geklaut. Also jemand klaut dir Geld oder und so weiter. Bleibe in dieser Energie nicht, sondern du brauchst dir da keine Sorgen zu machen, weil, wie gesagt, was dir gehört, kommt früher oder später immer zu dir zurück. Ja, das sage ich nur, damit du
etwas entspannt deinen Zyklus abschließen kannst, ja, also dass man sich nicht so extrem Gedanken wegen das Finanzielle macht. Am Ende ist nicht das Wichtigste. Geld kann man immer wieder machen. Geld ist eine Energie, die da zur Verfügung ist, aber immer wieder man immer wieder machen kann, ja. Also wichtig ist, dass man im Frieden ist, dass ich in meinem Frieden bin. Es gibt keinen besseren Erfolg oder es gibt keinen Erfolg im Leben, als in diesem emotionellen Frieden zu sein. Das ist Erfolg zu haben im Leben. Wenn ich sagen kann, ich bin in meinem emotionellen Frieden, ja, ich bin im Frieden. Das ist Erfolg. Das ist tatsächlich Erfolg. Nicht, dass ich sage, ich habe 1 Million Euro auf der Bank, aber ich bin in Streit und in Konflikten. Das ist nicht Erfolg zu haben. Erfolg zu haben ist, wenn ich sagen kann, ich bin im Frieden. Mit mir, mit der Welt. Ja, ich bin im Frieden. Steinbock, du merkst ja, die Energie, wie sich zeigt. Ja? Und ich kann hier mit einem Geschwister zu tun haben, mit Geschwistern, mit Kindern, erwachsene Kinder, versteht man, ja? Also mit erwachsenen Kindern zu tun haben, mit Geschwistern, mit Onkeln, mit Frau, Mann, was weiß ich. Hier ist die ganze Familie. Sogar Hunde und Katzen sind auch dabei. Also hier sind viele Menschen, die in eine bestimmte Situation involviert sind. Und ich denke, wir reden hier schon über Eigentum oder Erbe, ja? Und ich denke, man sieht hier eine gewisse Strategie und so weiter. Aber nicht vergessen, Geld ist nicht alles. Tatsächlich nicht alles. Das ist wichtig hier. Meine Heilung, meine Reinigung, meine Harmonie, meinen Frieden. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja? Für Geld kämpfen, das ist nicht wichtig. Für Geld zu kämpfen, das ist nicht wichtig. Ich kämpfe für meinen Frieden. Das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig. Steinbock, das ist die Energie, die ich hier spüre. Ich meine, ich habe dir schon gezeigt, hinter dem Deck sind zwei Menschen, die zu einer Einigung kommen. Von da aus, ich denke, es sieht gut aus, ja. Irgendwie sieht es gut aus, ja. Aber das ist tatsächlich, ich spüre hier eine Gerechtigkeit und auf jeden Fall einen Zyklus bei dir. Es gibt einen Zyklus hier. Du hast es gesehen, die Nummer 10 wiederholt sich ziemlich oft, die Nummer 10. Und genau. Die Nummer 10 extrem oft, sage ich dir aber auch, Steinbock. Und ich denke nochmals, Sternzeichen Waage, könntest du mit dieser Person zu tun haben? Ich spüre hier eine konfliktive Energie, würde ich mehr sagen, was mit der Familie zu tun hat und Geld. Familie und Geld. Eigentum, Erbe, Geld. Ja? Bleibe flexibel, irgendwie, Steinbock, sei flexibel, irgendwie. Ich weiß nicht, wie jeder diese Situation für sich lösen kann. Aber vergesse nicht, wie gesagt, für dich wichtig soll wirklich deine Heilung sein, dein Frieden sein, deine Harmonie. Bleibe in deinem Glauben. Wenn du Hilfe brauchst, verbinde dich mit unserem Universum, mit Gott, mit Allah, mit den Engeln, mit wenn du willst, ja. Und bitte nach Hilfe und du bekommst Hilfe, wenn du in einer bestimmten Situation Hilfe brauchst. Wir vergessen oft zu beten und wir sollten mehr beten. Ja. Also Steinbock, das ist die Energie für kommende Woche. Ich bin immer noch weiter am Nachdenken, ja. Wenn ich dir ehrlich bin. Weil die Energie ist ziemlich interessant, du siehst ja. Das sage ich dir aber auch. Also, ich spüre hier Menschen, die für seinen Interesse kämpfen werden, so ungefähr, ne? Die es nicht locker lassen, so ungefähr, über meine Leiche, so ungefähr. Also,
Es gibt hier eine komische Energie, Steinbock. Also es lohnt sich nicht, das ist, was ich sagen möchte. Es lohnt sich nicht für Geld oder irgendwie zu kämpfen. Es lohnt sich kein bisschen. Man musste zu einer Einigung kommen. Und das ist, was man hier sieht. Diese Einigung, das wäre das Beste für alle Beteiligten, dass man zu einer Einigung kommen könnte, damit du natürlich in deinem Frieden bist. Denn das ist das Wichtigste. Deine Gesundheit, deine Heilung. Das ist das Wichtigste. Ja. Ist Geld wichtig? Ja, natürlich, aber nicht auf jeden Preis. Ja. Nicht besser gesagt. Ja? Also, Steinbock, ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Bleibe flexibel in dieser Situation. Lass dich tatsächlich nicht verrückt machen. Fall in keine Konflikte rein. Es lohnt sich nicht. Du kannst es mir glauben. Verbinde dich mit dem Universum, damit du auch ein bisschen Klarheit oder Hilfe bekommst in der Situation. Für alle Beteiligten das Beste. Und das ist, was ich denke. Ja. Also. Genau, Steinbock, weil sonst spüre ich hier eine Person, die sich wirklich auf eine klare Defensive stellt, sogar gegen eine Person. Ne? Also diese Person kann nochmals eine Schwester, einen Bruder, eine Tochter, wie auch immer. Ja? Diese Situation spüre ich hier. Denn du bist schon hier ziemlich enttäuscht worden. Ich meine, die Karten sind die, wie die sind. Also Steinbock, ich danke dir nochmals. Für deine Likes, deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.